So Leute, mein Name ist Takiro und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Im letzten Part hat sich Eiko uns angeschlossen. Und jetzt geht's erstmal auf zum Baumlivers. Und was wir da so erleben, ja, das sehen wir jetzt erst. Werden wir jetzt sehen, aber vorher müssen wir aber erstmal vor diesen zwei Trollen abhauen, gegen die ich nicht kämpfen werde. Nö, viel zu umständlich. So, ich muss nur was kurz abschätzen. 16 Phönixfedern, ja gut, das müsste reichen. So. Gott sei Dank, kein Kampf. Und schon wieder Trolle. Mensch, hier hat's aber auch heute mit einem Trollen. Ich habe einfach keine Lust, gegen die zu kämpfen, sagen wir es mal so. Wir könnten sie locker besiegen. Würden schon ganz recht gute EP bekommen. Aber das jetzt zu machen, dauert einfach zu lange. Deswegen kürzen wir das hier ab und zischen ab. Nur 5 neue, ja, Gott. Oh, ja, toll. 2 sind durch 5 teilbar. Na gut, es muss hier nur ein Charakter überleben, dann passt das schon. Was ich damit meine, das werdet ihr aber erst gleich sehen, bisschen später. Aber jetzt kommt einer der genialsten Musikstücke im gesamten Spiel wieder. Ich wiederhole mich ziemlich oft, ich weiß. Aber dieser Musikklang ist einfach nur geil. Der Nebel ist hier viel dichter. Dann stimmt es wohl, was die Leute sagen, dass hier der Nebel entsteht. Geht's? Ja, es geht schon. War? Was war denn das gerade? Das ist die Barriere. Hat es wehgetan? Du bist doch womöglich nicht verletzt. Ach was, ich habe gar nichts gespürt. Nochmal, da geht doch lieber Eiko fragen. Wir machen es lieber kurz. Dieser Ort ist also durch die Kraft einer Bestie versiegelt. Starke Sache, und wie hebt man diese Versiegelung auf? Eiko bittet einfach die Bestie aufzuhören. Wir Esper können über unsere Horn mit Bestie und Tieren unsere Gefühle austauschen. Und Eiko wird sie jetzt rufen. Also passt auf. Abracadabra, Septilibus, empfange das Licht meiner Seele, die Seele aus den Tiefen der Sterne. Erhöre meinen Wunsch aus den Tiefen meiner Seele. Rubine erhalten. Das war's auch schon. Jetzt können wir weitergehen. Das ging ja schnell. War das vorhin der Zauberspruch, um den Bann aufzuheben? Nö, eigentlich nicht. Eiko muss sich ja nur auf ihr Horn konzentrieren, um ihre Gefühle der Bestie mitzuteilen. Und wozu dann der Spruch? Eiko wollte nur mal etwas Eindruck schinden.
Eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile sind waren, habe ich ihn einfach verkürzt. Ich konnte weder etwas hören noch fühlen. Na, dann wollen wir mal los. Na, das hat einen anderen Grund, Lady, warum du nichts fühlen kannst. Wird aber auch alles später erklärt. Mensch, die Leute haben hier wirklich ein Fable für Sachen, dass erst alles später geklärt wird, ey. Ist nicht so mein Ding. Oh, Lily hat wirklich nichts mehr zu lernen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Und Joa hat auch nicht mehr allzu viel zu lernen. Gehen wir zum Baumlibbers weiter. Sieht ja jetzt schon beeindruckend aus. Ja, wir latschen auf Ästen rum. Um zur Baumkrone zu kommen. Nein, nicht wirklich Baumkrone. Wo wir hingehen, ist mehr unter der Baumkrone. Ja, natürlich dieser Riesenbaum. Naja, kann richtig nervig werden. Ich glaube, die haben eine Feuerschwäche. Na, wegkriegen. Erstmal ein Konter. Und kritisch auch noch. Tja, Kollege, du greifst mich nicht nochmal an. Nein, weil du einfach so bestimmt nicht mehr. Oh, geil. Konter gelernt. Stärkebonus. Ja, perfekt. Und jetzt werden wir die ganze Zeit zugespammt mit Peridots, ey. Vorher haben wir den Scheiß nicht bekommen, aber jetzt kriegen wir ihn. Upsala. Ach, da hab ich Konter gelernt. Aber da unten auch. So. Cool, keine Hinterhalter. Holzauge. Ah, ne. Felsenfest ist, glaube ich, gegen Stein, genau. Ich will vergessen. Man kommt durch die mit den ganzen Abilities ein bisschen, wie soll man sagen, durcheinander. Den Weg haben sie extra so lang gemacht. Damit auch ja noch ein schöner Kampf kommt. Das tun sie immer. Na, wieder Baum. Nee, Pilze. Na, Pilze sind in Ordnung. Und Pilze muss ich nämlich nur so drauf kommen. Auch wenn die Kiste Eis hat. Na gut, hat jetzt Lily geheilt. Ja klar, sicher. Perfekt Hit. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, wie schaffen die das? Einfach mal, jo, ich setze jetzt einfach mal Pollen ein und zack, alle sind blind. Ey, mit was für ein Glück arbeiten die Gegner hier eigentlich, ey. Ist ja schon fast richtig unfair.
bisschen zu unfair sogar. Das hat den ganzen Scheiß wieder beheben. Auch wenn wir genügend Augentropfen haben. Ja, kurz zur Sicherheit heilen. Na, da weiß man sehr schlecht, wo man hinlaufen muss. Ja, ist ein bisschen schwieriger. So, wieder der Totenbaum. Na, hier wird auch noch wegfliegen rein. Na gut, eine Attacke, mit der wir die ganze Zeit draufhauen können, das ist praktischer. Nochmal wegfegen, weil keine andere Attacke vorhanden war. Ja, kommt sie noch ein bisschen näher. Jetzt ist schon wieder so schwach. Arschloch. Okay, jetzt sind vier Gleichheit schon auf 20. Mehr müssen wir uns gleich beeilen. So, und jo. Ich kann jetzt endlich Bio lernen. Und Stopp und Saugen. Wobei wir brauchen nur Bio. Bio ist stärkste Attacke. Eine der stärksten Attacken. Mensch, das ist doch beschissen. Das regt mich an dem Spiel ein klein wenig auf. Dass man nicht genau weiß, wo man hinlatschen muss. Das ist ärgerlich. Also richtig ärgerlich, ey. Aber nicht richtig weiß, wo man da hinlatschen kann. So. Und du setzt mal Bio ein, damit ich das euch mal zeigen kann. Hey, schlagen! Wow! War kein Wegfegen, ey. So, das ist Bio. Bio ist verdammt stark, sieht man 1-3. Für meine Verhältnisse ist das gut. Na, vielleicht schaffen wir es ja noch gerade so, dass alle Charaktere nicht 20 sind. Ja, wäre mal nice. Ey, Mucki, Moinsen. An Mucki einen Brief überbringen. Was macht er eigentlich hier? Ein Brief von Momo, vielen Dank, Kubo. Ein Junge namens Jo kam ins Dorf der Schwarzmagierkugel. Seine Augen sahen so traurig aus, Kubo. Ich glaube, er trägt ein schweres Schicksal auf seinen Schultern. Ich wollte ihm irgendwie Mut zu sprechen, aber ich wusste nicht so recht wie. Aber ich wünsche Jo von Herzen alles Gute. Traurige Augen? Wie traurig. Kubo, was für ein Schicksal trägt er wohl auf seinen Schultern, Kubo? Hallo? Als ob wir das jetzt gerade wissen, ne? Ja, ein trauriges Schicksal, er bleibt irgendwann stehen. Also das ist das Interessante an dem Spiel. Man, hier geht die Geschichte schon Richtung auch mit dem Tod sich beschäftigen und so. Das ist richtig nice, muss man wirklich sagen. An sich ist das Spiel wirklich absoluten Storyport drin. Ja, jeder beschäftigt sich halt mit seiner Zukunft, etc. und so, ne? Und schon wieder Baumchen. Klasse, die Pflanze. Ich will gegen einen bestimmten Gegner kämpfen. Den habe ich tausendmal mehr Lust. Als gegen den. Und der Penner setzt ihn nur weg, rein. Weil er nichts zu tun hat.
Mission und gibt schon Color Beater. Cool. Aiko lernt eigentlich noch was. Ey, und 21. So, dann. Gut, Stärke. Also, Wetterspeise. Auch wenn ich sehr gerne jetzt MP 10% geben würde. Wäre wahrscheinlich alternativ sogar noch besser. Das ist ja recht beeindruckend hier, wer das wohl alles gebaut hat. Aber richtig. Komm schon, hier drüben, sag mal, geht's noch? Wie könnt ihr nur so, könnt ihr nur alle so schnell auf diesen rutschigen Wurzeln laufen? Du bist echt so tollpatschig, wie du aussiehst. Der Ort sieht nicht gerade einladend aus. Vielleicht überlässt du lieber uns Erwachsenen einen gefährlichen Teil. Und das sagt so ein junges Mädel zu ihm, ne? Nein, ich werde es schon schaffen. Ich muss es schaffen. Na gut, aber dann bleib immer dicht hinter Aiko, verstanden? Danke. Aiko, was ist das hier für ein Ort? Aiko ist auch zum ersten Mal zu weit ins Innere vorgedrungen, deswegen weiß ich es auch nicht. Verstehe, hier sieht ja auch alles schon uralt aus. Mutfassung draufsteigen. Gut, ich werde mal draufsteigen. Zidane. Locker bleiben, Leute. Probieren geht über studieren. Da, es kommt wieder hoch. Ich denke, es ist relativ sicher. Ich werde einfach mal ganz hinunterfahren. Wenn's nichts, wenn nichts ist, dann sage ich euch Bescheid und ihr könnt nachkommen. Eike kommt jetzt mit. Ich werde auch mitkommen. Und ich auch. Also gut, dann gehen wir alle gemeinsam. So, jetzt sind wir im Inneren des Baumlevers. Auch relativ geradlinig ist das hier. Und immer mit diesen Schatteneffekten ist ein bisschen verwirrend. Aber natürlich kommen wir nach ein paar Schritten sofort zum nächsten lustigen Kampf. Und wahrscheinlich wieder dieser Todesweite, ne? Ja sicher! Welcher Gegner denn sonst? Außer der Wichser. Der mich immer wieder mit dem verfickten Angriff nervt. Weiter unten sind noch die mächtigeren Zauber, die wir alle noch nicht gelernt haben. Naja, kommt alles. Ja, Mann, Kollege, wie kommt das ja so schnell momentan jetzt? Schon wieder ein Angriff. Also zuerst eine Schlacht und dann Stein. Ach cool, 777 gelernt. Gucken wir jetzt gerade mal, was jetzt noch gelernt werden müsste. Seelenwanderer. Gut, Rundklinge kriege ich damit also noch nicht. Das ist jetzt eine Falle. Oh, da ist endlich mal ein neuer Gegner, der Zombie-Drache. Ich liebe den Gegner. Er sieht nicht nur geil aus, sondern er kann ganz einfach besiegt werden. Wenn ich mal dran komme. Ah cool, hat gar nicht funktioniert. Das finde ich jetzt ganz klasse. Oh, das finde ich jetzt noch klasse.
finde ich jetzt mehr als klasse. Das finde ich mehr als klasse, dass der Wichser mir erstmal schön Level 5 tot reinhaut. Klasse, jetzt darf ich Jo wieder beleben. Aber dafür kriegen wir 1000 DP. Ja gut, Theo ist tot. Aber Gott sei Dank sind wir nicht, waren wir nicht alle auf Null. Nicht durch 5 teilbar. Aber die Phoenix-Feder hat den ja komplett Gold gelassen. Das hat mich jetzt überrascht. Na gut, da müssen wir wahrscheinlich die ganze Zeit nur Engel einsetzen. Und gehen die down. Bei dem Kollegen hier klappt das leider nicht, glaube ich jedenfalls. Ich meine, ich hätte es mal ausprobiert und es hat nichts gebracht. Ah, wir haben keine Energie mehr. Ich meine, das hier unten müsste doch eine Schatztruhe sein, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ja gut, ich habe mich auch hier in dem Spiel meistens darauf beschäftigt, dass ich fliehe. Oh Mann, wie oft haben wir diese Gegner eigentlich schon bekämpft? Ich habe nicht mal genug.